Ja, weißt du, eine Sache noch, die ganz interessant ist, ist, dass ich glaube, das ist im Dialog der Liebe. Da geht es irgendwie darum, dass du noch eine kurze Zeit hier auf dieser Erde wandeln wirst, bis du irgendwie in das richtige Reich kommst oder so. Wenn man. Stopp, stopp und jetzt schau dir das an, wenn du die Vordersprache verstehst. Du wandelst. Okay? Jetzt schauen wir zuerst Nicht das Wort entwickeln. wandeln an. Das Ich beginnt wandle. erst einmal mit einem W und dann kommt diese schöne AND. Das schreibst du Aleph Nun Dalet. Dann haben wir die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Nun Dalet heißt auf- und abschwingen. Aleph als Vorsilbe, ich werde. In dem Wort ich werde hast du schon doppelt aufgespenntes, erwecktes Wissen. WRED, ich werde mich ständig verändern, auf- und abschwingen. Das heißt Wand, wandeln. Die Wand ist jetzt hier praktisch hier dein Bildschirm. Ob jetzt das der Bildschirm feinstofflich ist oder die veröppelte und nur deine Vergessenheit, ob es eine normale Gedankeninformation ist oder eine sinnlich wahrgenommene Information ist, beides ist Information, aber wir haben die vier Stufen der Vergessenheit. Also. Es kommt auf der Erde wandeln. Du wandelst auf der Erde, hast du gesagt. Du wandelst in deinem RD, in deinem erweckten Wissen. Nee, mir geht es um die Differenzierung zwischen Wandeln und Entwickeln. Wandeln wir hier Es oder geht jetzt entwickeln wir gerade, uns? jetzt kommen wir genauer mit dem Wort entwickeln. Du musst erst einmal wissen, dass die Vorsilbe end. Ich verkürze das ja schon wieder. Die Vorsilbe end, wenn du das genau in der Etymologie nachschaust, heißt es das erste Mal, dass etwas entsteht, etwas vor dich hingestellt wird. Aber das, was entsteht, wird dann wieder zurückgeführt. Das heißt, die Vorsilbe end, wenn wir etwas entfernen, denken wir uns zuerst einmal etwas aus, was aber durch die Entfernung dann doch wieder zu dir zurückkehrt, in deinem Kopf drin ist. Wenn dich jemand enttäuscht, ist zuerst einmal jemand, den du dir vorstellst, der dich täuscht und du weißt es nicht und durch die Enttäuschung wird der Vorgang wieder rückgängig gemacht. Richtig, genau. Ein Entstehen heißt, dass das Stehende, ich setze dich in Bewegung, dass wir jetzt erst einmal hier etwas Stehendes uns ausdenken, das durch das Entstehen sich in Bewegung setzt. Praktisch immer wieder das Gegenteil. Die Vorsilbe End ist praktisch das. Jetzt ist es natürlich ganz interessant, dass das End, wenn wir jetzt das wieder hebraisieren, hast du ein NT hinten. Da kann man natürlich verschiedene Möglichkeiten, weil wir zwei verschiedene D haben. Wir bleiben mal bei den TAF. Die Radix NT, diese existierende Erscheinung. Ob du jetzt NT, NTN, TNT, wenn du das eingibst mit 50, 400, da wirst du feststellen, es dreht sich alles um etwas Gegebenes. Das heißt, etwas geben, etwas Gegebenes. Und wenn wir jetzt das Wort geben anschauen, das beginnt schon mit GB. GB habe ich so oft erklärt, es ist dieses, wenn du die Wörter nacheinander liest, wird diese Sinuskurve beschrieben. Der Geist wird polar, die Synthese wird zu These, Antithese. Und das fängt jetzt an zu existieren, das ist geben. Jetzt haben wir aber schon das Wort eben mit drin. Okay, ich habe jetzt nur GB, N, Ja, genau. hinten. Der Geist wird zu einer polaren Existenz. Die polare Existenz ist der Ben, den nennen wir Adam oder Jahwe. Das ist Gedenken und Ausgedachtes. Du kannst aber auch das Wort eben machen und etwas Gegebenes. Da hast du das Geg vorne und Geg ist 3, 3 hast du jetzt erst einmal auf Hebräisch Dach. Dach ist das Ausgedachte. Wir können das 3, 3 natürlich, die 33 auch als 33 lesen, als Gall lesen, dass man das erste G von dem Gag als 30 lesen, die 10er-Ebenen kannst du immer, einer 10er-Ebenen kannst du immer weglassen. Musst du mal die Holo-Arithmetik reden, dass in der klassischen hebräischen Kabbala ist das dann mal die Zahlenwerte, kann man auch reduzieren, dass du die Nullen weglässt, dass du nur wirklich die Ziffernwerte nimmst, die Einerwerte nimmst. Du kannst das dann dazu machen. Das sind verschiedene Reckensysteme, die aber immer stimmen, weil ich das so oft erklärt habe, dass hier drin, ich mache mal nochmal für dich die 4er-Ebene. Vier steht ganz abstrakt für öffnen. Okay? Du denkst dir, du einen Geist, der da ist, ohne zu träumen. Den Zustand gibt es ja nicht, den denken wir uns jetzt. Wir denken uns jetzt, was gar nicht sein kann. Wenn dann immer wieder sagen, ja, heute Nacht, versuche mal aufzuhören, dass du denkst. Und dann höre ich immer wieder, ja, heute Nacht habe ich 5 Stunden geschlafen, ohne an was zu denken. Ich sage, das denkst du jetzt. Heute Nacht war nichts, weil es keine Vergangenheit gibt. Selbst das Nichts, um das irgendwie, musst du das Wort Nichts denken, das aber nicht Nichts ist. Okay, jetzt pass auf, wir machen einen Erwachungsprozess aus der Nulllinie heraus
entsteht, es öffnet sich in dir was. Das ist wie wenn du, ich sage mal, du sitzt jetzt da, du schläfst in einem Diader, es ist stockfinster, du denkst an nichts, weder an dich noch an irgendwas, du schläfst ohne zu träumen. Das ist jetzt so ein Zustand, den wir uns ausdenken, dadurch existiert er jetzt, der als Ding an sich gar nicht erlebt werden kann. Okay? Weil Erleben erfordert, dass irgendeine Gedankenwelle in dir Ja, auftaucht. also sprichst vom Und roten jetzt pass Bereich. auf, jetzt mache ich dir die Viererebene. Und das ist jetzt wie das in deinem Kopf, hinter dir ist ein Suchscheinwerfer und das ist wie wenn sich auf der Bühne, du wirst wach, das ist wie wenn man so einen Spot, du hast mein Bild, ne? Das ist wie wenn sich ein Spot aufzieht. Okay, aus dem absoluten Nichts öffnet sich ein Spot. Das ist die blaue 4. Es öffnet sich was. Aber passiert nicht im selben Moment, wenn du jetzt das machst, dass wenn sich der Spot öffnet, dass du plötzlich hier eine Gestaltwerdung siehst, jetzt das Gesicht vom Udo. Das ist 4, ist das Öffnen. Aber mit dem Öffnen kommt im selben Moment eine Gestaltwerdung und das ist für dich eine Erscheinung. Das ist 4, 40, 400. Aber diese 4, 40, 400. Das kommt nicht nacheinander oder hat was, es ist nur eine materialisierte Form. Eine reine, das Wort Gestaltwerdung ist noch nicht so, das Wort Öffnen ist extrem abstrakt. Mit der Öffnung kommt eine Gestaltwerdung, irgendwas kriegt eine Gestalt und in dem Moment, wo du Erscheinung, ein erweckter Schein, Shin ein, Logik ein, Ein mit 70 geschrieben ist ein Augenblick. Die Erscheinung ist ein Augenblick. Die reine, das abstrakte Wort Gestaltwerdung hat noch nichts damit zu tun, dass du das anschauen müsstest. Das heißt, du wirst merken, wenn wir jetzt hier hochgehen, 440, 400, ist immer der Vierer-Charakter bloß mit einer stärkeren Materialisierung. Ja, Wahnsinn. Was jetzt noch da, das gilt für alle Ziffern auf allen Ebenen. Was jetzt noch wichtig ist, in dem Moment, wo die Vier sich öffnet, fließt etwas auseinander. Ich mache jetzt so einen Spot. Das, was wir jetzt als Kreis sehen, KRIS, ist eigentlich genau genommen eine Quadratfläche. Qua, habe ich dir gesagt, ist eine affin aufgespannte Schöpfung. Das letzte Selbstgespräch habe ich nochmal die Radix Quae und Sinn gemacht. Der Sinn, der Sinus, ist immer mit einem Vorhergehen. Und jetzt, da habe ich noch darauf hingewiesen, jetzt ist schon das zeitliche Denken in dir drin, das eigentlich gar nicht da ist. Es gibt das Vorhergehende, ist nicht das, sondern das. Eine tiefer liefende Schicht, das taucht was in dir auf und dazu gehört immer das Gegenteil. Ja. Es gibt, sobald du an hell denkst, ist dunkel da, sobald du an oben denkst, ist unten da, Alles sobald du an gleichzeitig. gesund denkst, ist krank da. Alles gleichzeitig. Es kann nur jetzt sein. Ja. Und wenn du dich darauf ausrichtest, wirst du merken, wie trügerisch deine ganzen Drogensachen, die du immer noch vollkommen unbewusst in die Vergangenheit und was du dann alles erlebt hast, immer in Bezug noch auf den Arthur. Auto erlebt nichts, Figuren erleben nichts, Augen sehen nichts. Das ist ja beim hier wieder mit dem, ich weiß ja, dass die Tiere, aber die ich mir ausdenke, doch Augen haben. Ich weiß ja, dass Augen, die ich mir ausdenke, nichts sehen. Was redet der eigentlich, wenn ich jetzt das interpretiere, die Worte? Nichts verstanden. Warum macht sie euch so unendlich schwer? Das ist jetzt, finde ich, eigentlich auch noch ein guter Abgang, Rage. Darum ging es ja jetzt gerade ursprünglich mir um das Wandeln hier auf Erden oder um das Entwickeln. In dem Sinne zum Beispiel hin zu einer konzeptionell bedingungslos geliebten Mach Liebe die zum Beispiel. Wortentwicklung, ich falle da gleich wieder in das Wort. Das heißt, das einmal, dass du entwickeln, das habe ich dir gerade erklärt, dass eine Einheit der Urknall, wenn der explodiert, ist es auch ein gewisses Maß, dass ein Einssein des Knall ohne Unterschiede entwickeln wir dieses Knoll entwickeln wir zu einem Faden. Das ist entwickeln, heißt das einmal, dass wir was ausbacken, etwas entwickeln. Ja, genau. Aber der Witz ist, dass das Gegenteil im selben Moment da ist, führt es wieder zurück, dass die Entwicklung eigentlich wieder sich zurückorientieren an den Ursprung ist. Denk an die Entfernung. Wenn etwas von mir ausgedacht wird, entferne ich das gedanklich, ich stelle es vor mich hin, was aber durch die Vorsilbe ent wieder ins Gegenteil gekehrt wird. Mir geht es Pass auf, darum, Audrey. Ich tue mal ganz kurz, warte mal einen kleinen Moment. ganz kurz, Udo, nur mir geht es wirklich nur um die Kernfrage jetzt. Wandeln wir zur Unterhaltung oder entwickeln wir uns zu etwas hin? Unterhaltung es gibt keine Schule. Lernen ist Unterhaltung und Lernen gleichzeitig. So, jetzt pass auf, jetzt tue ich dir ganz kurz den Bildschirm übertragen. Dass du das ist extrem wichtig. Siehst du den Bildschirm? Ja. So, jetzt schau dir das an. Die Vorsilbe N, wir machen ganz einfach der deutsche Wortschatz.
Ja, natürlich auch diese Erklärungen sind sehr trügerisch, aber wir machen es erst einmal, das drückt in Bildungen mit Verben aus, dass etwas wieder rückgängig gemacht in den Ausgangszustand zurückversetzt wird. Die Reihenfolge ist eigentlich schon verkehrt. Das ist nämlich zuerst einmal, drückt in Bildungen mit Substantiven und einer Endung aus, dass etwas entfernt wird. Das müsst ihr an die erste Stelle. Ich kann nämlich erst etwas rückgängig machen, wenn es schon da ist. Das heißt, die erste Stelle hätten Sie jetzt schreiben müssen, zuerst die Substantive, das Sub mit drin, raumzeitlich aufgespannte Polarität. Siehst du das? Ja. Dass etwas mit einer Endung, das ist jetzt der Endpunkt, den du dir ausdenkst, der wird dann von dir entfernt und der wird als zweites, im zweiten Schritt, wird der dann wieder rück. Schau mal, die Generation, da hast du die Öffnung von einer Rückerscheinung, einer Rückspiegelung. Drückt etwas aus. Wenn du hier eine Öffnung einer Rückspiegelung hast, Rückerscheinung, musst du es zuerst einmal hier entfernen, vor dich hindenken, raumzeitlich aufgespannte Polarität. Du siehst aber nur eine Seite und dann wird es wieder rückgängig gemacht. Okay? Ja. Drückt in Bildung mit Farben einen Weg gehen, ein Entfernen aus, hat auch dem Wort Weg. Drückt, den kann man natürlich jetzt rot schreiben, du merkst die zwei Sachen. Das ist die doppelt aufgespannte Energie des Geistes. Da mache ich mal E Quadrat. Das ist plus minus gleichzeitig, damit ist es eigentlich nichts. Drückt in Bildungen mit Farben ein Herausgelangen und ein Wegnehmen aus. Das ist aber ist nicht das so, dass jeden Gedanken, den du denkst, den du vor dich hinstellst, den du aus der Einheit herausdenkst, rein symbolisch, so wie du dir ein Bild aus der Datei auf dem Bildschirm herausdenkst, dass das nächste Bild dieses Bild schon wieder zerstört und es austauscht. Genau. Dieser, du musst beide Seiten, du bist bei der Wortend schon wieder vollkommen einseitig. Und da kannst du jetzt tiefer gehen, schau her, die Hinwendung zu einem Gegenüber und den aufhebenden Gegensatz. Eben. Dien heißt Urteil. Geöffnete Existenz, das hebräische Wort Dien heißt Urteil und es ist eben. Expen, eine herausgetretene polare Existenz, ist immer ein Urteil. Aber was wird geurteilt? Das heilige Ganze. Unsere Nulllinie. Die aber immer heilig bleibt. Zu der alles zurückkehrt. Das ist eine Physik. Das ist eine vollkommen neue Physik. Und wenn du das im Untergrund durch diese einseitige Auslegungen, das ist das große Problem. Und das ist natürlich klar, das kannst du jetzt nicht lernen, darum geht es gar nicht. Es geht, dass du das Prinzip verstehst und dann wirst du feststellen, wie du ständig in jeder Kleinigkeit in deinem Alltagsleben trotzdem deine Gedanken um dich herum verstreust. Frag dich jetzt einmal nicht den Oder-Song, frag dich einmal, wenn du jetzt hier grübelst und dir Gedanken machst über deine Drogenerfahrungen, wie doll das war, ist dir in dem Moment bewusst, dass du schon wieder vollkommen unbewusst bist, indem du dir was in die Vergangenheit denkst und meinst, es war in der Vergangenheit, obwohl das doch jetzt in dir ist? Du sollst dich beobachten, dich, die Rolle, die du spielst und verlagere dann Fokus auf das, was du dir selber einredest und ob das die Wirklichkeit entspricht. Und da wirst du merken, der Einzige, der dich verarscht, ist das Autoprogramm in deinem Fall. Das Programm, das ist die Quelle von Leid, von ganz trügerisch Leid ist ja noch gut, die Gott liebt, die straft und züchtigt er. Nicht, weil er dich strafen will, sondern Unzufriedenheit ist Energie, das habe ich auch tausende Male erklärt. Solange du dich wohlfühlst und es wiederholt sich was, wenn du jetzt was als normaler Mensch, normal gesprochen, was gern magst. Übrigens all das, wenn du wirklich alle Selbstgespräche gehört hast, garantiere ich dir, es auf mindestens 100 Selbstgesprächen sind diese Beispiele drauf. Also erzähl mir nichts von Geduld und Erklären. Immer wieder erkläre ich es, aber nur, wenn ich einen Ansatz habe. Und ich muss eins klar sein, mir ist vollkommen klar, dass der Autor, den du dir jetzt ausdenkst, wird es nie verstehen. Ich erzähle es ja nicht den Autor. Ich erzähle es dem, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Das war Masi, das bist du. Ja, aber ich bin doch der Otto. Bist du dir sicher, dass der, der jetzt vom Computer sitzt, der Otto ist? Jetzt wird irgendeiner auftauchen. Amaretto oder sonst was auch immer. Das bist du nicht. Hör endlich auf, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Und in dem Moment weißt du, was du bist. Das kann man nicht erreichen. Bewusstseinserweiterung, all das Zeug, das bist du schon immer. Du hast es nur vergessen. Ich sage immer wieder, das ist wie mit dem Bewusstsein, ist wie das ewige Hier und Jetzt, von dem alle sprechen. Warum habe ich denn das vergessen? Dass du was erleben kannst in der Vielheit. Du erlebst dich in unendlich vielen Facetten.
Holo-Feeling heißt das Gefühl, alles zu sein, was in dir auftaucht. Du bist der Scheißhaufen in der Schüssel. Und du bist es nicht, weil wir sind ja vollkommen. Ja. Du bist der Baum, du bist die Landschaft, du bist der Kirchturm. Mhm. Du bist die Schmerzen und du bist die Freude. Aber was du erlebst, erlebst du eben noch durch deine Einseitigkeit. Darum bin ich jetzt in die letzten Gespräche hier und jetzt gedacht auf die 16 Perspektiven eingegangen. Mhm. Die immer gleichzeitig sind. Du wirst merken, du kannst bloß eine denken. Schon die Küche, bloß wenn du an deine Küche denkst. Sobald du an die Wort Küche denkst, bist du voll bewusst, wenn du bewusst bist. Weil das ist jetzt ein Wort, ein Symbol für einen Riesenordner. Mhm. Aber bildlich kannst du das nicht denken. Sobald du nämlich ein Bild aus dem Wort Küche machst, ist es nicht mehr die Küche. Und sobald du an die Menschheit denkst, ist es wie die Küche. Du kannst das Wort Menschheit denken. Sobald du aber ein Bild von Menschheit machst, ob du dir jetzt einen Brösel oder einen Haufen von Brösel ausdenkst, das ist nicht die Menschheit. Du bist die Menschheit, wenn du ich bist und noch viel mehr. Schön gesagt. Es ist ja trügerisch, wenn man glaubt, man hätte was verstanden und hat dann im Hinterkopf immer noch die Hybris und bezieht es auf sein, entweder auf sein Ego, auf sein Intellekt, auf den Körper, egal was es ist. Eine Personifizierung, ob mir das jetzt großes blaues Ich nennen oder bloß Körper nennen, aber nie was verstehen, weil es Gedanken sind. Ein sinnloses Unterfangen, irgendwelchen ausgedachten Menschen was erklären zu wollen. Du erklärst es immer dir selbst. Und jetzt kommt es mit dem Roten und dem Blauen, den roten Ichs. JCH, nochmal für dich, wenn wir Linie machen, von oben nach unten. Mhm. Okay, oder wir fangen mal unten an bei UP. Gott das Meer. Und da ist die erste Welle, ist JCH und ICH. Das sind die zwei Ichs. Der eine weiß, dass er UP ist und das ICH hat das Blaue drüber, das blaue Ich, der Mensch, sein Programm zuerst einmal im Arbeitsspeicher. Mhm. Also pass auf, wir machen das einmal nochmal. Unten ist UP, das Meer. Und die erste Gedankenwelle ist das rote ICH und das JCH. Mhm. Der Unterschied besteht darin, dass wir jetzt sagen, eine KI, ein Leben ist ein Buch. Und dieser JCH steht vor dem Bücherregal und die ICH hat bloß ein Buch in der Hand. Okay? Mhm. Das ist aber sehr abstrakt, das sind dieselbe Welle. Das ist bloß, der eine sieht das Ganze. Das Ganze sehen heißt nicht, dass du Informationen hast. Das ja. ist dieses, kannst du rechnen und du sagst, ja, kennst du die ganzen Bücher? Und ich sage, ja. Das ist schon sehr komplex, hat nichts mehr mit Informationen zu tun. Mhm. Sondern mit Weisheit, nicht mit Wissen. Ja. Wissen sind Facetten von Weisheit. Mhm. Das ICO hat halt nur jetzt ein Buch. Okay, das ist E1. Das Meer und diese erste Welle ist 1. Da machen wir jetzt die Trinität, auf die ich zigfach eingegangen bin. Da gibt es das eine nicht ohne das andere. Ich könnte jetzt sagen, UB ist die Bibliothek, ICO ist ein Bücherregal, JCO ist ein Bücherregal und ICO ist ein Buch. Mhm. Aber das ist alles Bibliothek. Alles eins. Wir teilen jetzt praktisch was in drei Teile, das genau genommen gar nicht geteilt werden kann. Mhm. Das ist, wo ich immer wieder erkläre, du kannst nicht einen wegnehmen, dann fällt das andere automatisch weg. Das ist die Trinität, von der du immer sprichst, ja? Die Trinität ist schlichtweg der Heilige Geist. Ich mache nochmal für dich. Mhm. Heiliger Geist, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Mhm. Der Heilige Geist ist das nicht denkbare Absolute. Ja. Okay? Und jetzt pass auf, jetzt machen wir rein symbolisch. Der Vater schreibt sich ab. Das heißt, aus dieser 1 war 2. Mhm. A, B. Ja. 1, 2 ist ja Vater. Mhm. Zahlen. Ab. Da steht doch schon die 1. Darum beginnt ja die Dora mit dem B. Die 1 kannst du nicht einmal denken. Da müssen schon mal 2 da sein. Die 1 wäre jetzt dann in der Mitte hin. Papier Roche, die über meinem Kopf. Ja, alles klar. Mhm. Die 1 ist überhaupt nicht denkbar. Ja. Das heißt, das Aleph, wenn du anschaust, ist ja das Schöne an den Aleph, hast du den Querstrich mit den 2 gespiegelten J, genau unmittelbar in meinem Kopf da oben. Siehst du das? Das Aleph. Wo ich sage, das ist Waff und dann hast du 2 J, das sieht man hier jetzt nicht so schön. Hast du die ganz unten jetzt oder das Ding in der Mitte? Weil nein, das nein, 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 wenn du bei mir das Bild anschaust, über meinen Kopf, unmittelbar über meinen Kopf hier, genau. Das Aleph. Hm. Das ist natürlich jetzt hier nicht so schön, da denkst du, das ist das Waff. Ein querliegendes Waff und dann hast du ein J drüber und ein gespiegeltes J drunter, wenn man die sauber anschaut, wenn du das anschaust. Ja, genau. Das sind die 2 Zehen. Dieses Waff, doppelt aufgespannte, das ist die Nulllinie und das ist JCH und ICH, Wellenberg und Wellendal. Mm, okay. Das sind die 2 J. Mm.
Ich und ich, das gespiegelte Ich, darum ist das kleine J gespiegelt. Ja. Okay? Ja, Wahnsinn. Und das B, das ist jetzt eigentlich, das machen wir jetzt hier schon, dass das erste Mal belauern muss. Das ist aber schon alles, was ausgedacht ist. Jetzt machen wir den Heiligen Geist. Der Vater schreibt sich 1, 2. Darum heißt dieses Ab aus 1 war 2. Das heißt, dieses nicht denkbare, eine Synthese erfordert immer, wenn du von einer Synthese denkst, an der Synthese denkst, muss These und Antithese da Richtig. Sein zumindest. Mhm. Das heißt, es gibt ja gar keine Synthese, wenn es keine These, Antithese gibt. Ja. Und der Vater begreift es, indem er diese absolute 1 zu 2 macht. Darum schaut es Aleph so aus. Bist dabei über meinen ja. Kopf? Schaut ja, das ja. An. Ja, absolut jetzt. Ja. Und zwar ist da oben das kleine J und drunter ist ein gespiegeltes J. Das ist das J im Spiegel, unter dem Wasserspiegel. Mhm. Darum erscheint dir das für dich jetzt, was da auftaucht, meinst du, das ist nicht gespiegelt, aber dazu gehört immer das Negativ. Ja. Jetzt wäre das eigentlich das Positiv mit dem Negativ. Mhm. Okay? Ja. Das ist extrem tief. Und das hat nicht irgendein in der Vergangenheit irgendein Mensch erfunden, der die Zeichen erfunden hat. Das ist schon vor Anbeginn ist das festgelegt. Mhm. Das kannst du mit einer Basic-Lippe nicht vorstellen. Also gut, diese 1 war 2. Darum heißt ja das 1, 2 geschrieben. Aleph Bet kann man ja auch B als W aussprechen. Also sprich mal aus, wenn du das Af aussprichst. Nicht Ab, sondern Af. Aber ist Vorder. Af heißt aufblühen. Wie schreibt sich das? 1, 2. Ah, auch, okay. Mhm. Ganz normal 1, 2. Mhm. Wenn du das Ab aussprichst, heißt es Vorder. Ich tue da mal den Bildschirm nochmal übertragen. Schau. Das ist hier. Der Schöpfer verbunden. Geistige Schöpfer verbunden. Rot gelesen. Die Schöpfung. Schöpferisch. Außen, außerhalb, Bollah. Mhm. Jetzt ist es ganz interessant. Das heißt, zuerst einmal, schau her. Das ist das hebräische Wort für Vorder. Abba. Da kommt das Wort Abba her. Das heißt aber auch hier, ganz normal in Wörterbüchern, der Vater, der Erzeuger, der Vorvater, der Berater, der Lehrer, jetzt heißt es aber auch eine Gnospe, eine Blüte, eine Frische, eine Kraft, ein Grün, ein Aufgnospen, ein Aufblühen. Schau mal, was da, wenn die erste Blüte da steht, da steht Belut. Siehst du Blut? Ja. Das erste Blut, schau mal, Adam, der heißt erst einmal Rot, die Röde. Okay, das hebräische Wort Rot heißt Odom, wird es ausgesprochen, wird nur anders ausgesprochen. Mhm. Adam ist Rot. Okay, schau mal, was DM alleine heißt. Blut. Der Sohn ist vom Blut des Vaters. Belut wiederum, schau mal, jetzt machen wir Lut. L-U-T, B als Vorsilbe heißt der inmitten. Das heißt, eine Bedeckung bedeckt, eine Verhüllung eingehüllt, das heißt, in einer Hülle stecken. Belut heißt in einer Hülle stecken. Diese Umhüllung, das ist deine B in einer D-Eck, in einem geöffneten Eck. D-Eck ist ein D-Reihe. Das sind vier Spiegel. Kannst ganz langsam folgen, Arthur. Ja, es ist so crazy, aber ich erahne, ja, es geht in die Richtung, ja, ja. Das ist eine Matrix. Da ist doch, meinst du, deine Drogen erklären dir das, wie das funktioniert, wenn du dich zudröhnst? Schau mal her. Du legst das wieder so negativ auf. Äußere Wert. Schau mal. Im Wort Blut 45. Adam hat den Wert 45. 45 außen, 45 innen. Ist Gestalt gewordene Wahrnehmung. Macht einen Gesamtwert von 90. Okay? Pyramidenwert 111, das ist Aleph. Der gesamte Wert, das ist der volle Wert von Aleph. Schau mal hier, voller Wert. Nichts. Nichts wird zu 55. Das ist HWH plus das J, was wir in der Mitte haben, machen wir jetzt zu dem absoluten Nichts. Das müsst ihr jetzt wissen, das ist ja komplett, das ist wie wenn ich dir Programmieren auf einer höheren Ebene erkläre. Ja, ja. Lass das, das ist momentan, darum sage ich, du wirst sehr demütig werden. Da wird alles, da ist eigentlich alles schon mit drin, wenn du die Grundlagen nicht hast, wirst du es nicht verstehen. Mhm. Schau dir Adam, den Adam, der hat ja auch den äußeren Wert 45. Das heißt ja, auch die Höhe. Wir waren beim Ab. Schau, lass uns ganz kurz den Ab nochmal anschauen. Wie gesagt, das hebräische Wort Vater heißt auch die erste Blüte, der erste, der im Blut steckt, das ist der Adam. Das ist aber der Ben. Das heißt, aus 1 wird 2. Aus 1 wird 2. Zwangsläufig wird, wenn aus 1 2 wird, wird es Totalwert D3, waren 4 Spiegel. Mhm. Pyramidenwert 4.
Das muss man jetzt natürlich wissen, was der Pyramidenwert ist. Ja, richtig, genau. Und darum heißt der Vater, der aufblüht, wird jetzt zum Ben. Sohn heißt Ben, der wird zu einer polaren Existenz. Ist der Adam nicht Denker und Ausgedachtes? Diese polare Existenz ist Denker und Ausgedachtes. Der Gottessohn Adam ist Seger wie Nekaba. Okay? Das heißt Licht und Masse. Und ganz kurz, Udo, die Skere, wofür steht die Skere immer? Das frage ich mich. Da bei Kommentar. Kere, Kommentar, da steht Kere immer. Das ist ein Begriff, das aus der klassischen hebräischen Literatur in Wörterbüchern steht, da wird es oft benutzt. Das heißt, lies das so. Lies das auch so. Ah, okay. Du kannst okay. das auch so lesen. Mhm. Okay? Super, okay. Das ist nur ein hebräischer Begriff in der klassischen hebräischen Literatur, in Wörterbüchern heißt es, man kann das auch so lesen. Ja, okay. Ja, sehr schön. Ja? Mhm. Drum, das ist dieser Begriff, Ben, du kannst auch eine polare Existenz lesen. Das ist übrigens jetzt, wenn man das polare Existenz machen, müsste das blau sein. Mhm. Da musst du jetzt wissen, das hängt mit dem Programm zusammen. Aber das erkläre ich dir jetzt nicht. Diese Kommentare war das erste, was ich geschrieben habe. Und das baut auf. Da musste ich jetzt ganz kurz mal hier. Schau, wenn ich den Dennach aufmache. Ja, ich kriege das durch Redo mit immer. Der ja, haut da ja auf, die ganzen jetzt, Dinger immer raus. Wenn, ich aufmache. Wenn du jetzt hier ein Wörterbuch hast, da ist ja ein Wörterbuch drin. Mhm. Das ist das Schwarzgeschriebene. Das hier, diese Datei, ist nur eine Textdatei. Du kannst hier in dieser Textdatei durch Kürzel beim Eingeben, wenn du das kannst du erweitern, okay? Ja. Und du kannst jetzt durch Kürzel kannst du Folgendes machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst es entweder dünner schreiben, da muss ich dann irgendwas davor hinschreiben. Ich habe nur eine Textdatei, wenn ich da was eingebe. Mhm. Ich kann, wenn ich am Anfang und am Ende was mache, kann ich jetzt hier das gräulich unterlegen, also so dünner machen, oder ich kann es rot machen. Es bleibt aber Textdatei. Heißt das von Redo eingeschriebenes Programm oder was ist dieses Tenach-Programm? Nein, das ist von der Itzhak-Luria-Akademie, von einem Abraham von Thunen, der hier okay. das Programm hatten die. Das ist in Rotterdam in Holland eine Akademie für tiefe Kabbalistik, eine reine, das sind tiefgläubige Juden, Kabbalisten, die haben dieses Programm entwickelt. Okay, alles klar. Dann habe ich mich, bin ich bei denen auftaucht, wie auch immer, bei den Abraham von Thunen, der dieses Programm entwickelt hat mit Itzhak Luria, ein großer Kabbalist ist schon gestorben, dem riesen jüdische Bibliothek sind reine Juden und die haben dieses Programm entwickelt und habe ich gesagt, mit Holofilin kann man das viel besser machen. Den Briefverkehr, wenn du siehst, wo ich mit den gehabt habe, der hat gesagt, ich habe Sachen hier aufgedacht, da war die ganze jüdische Geheimkabbalistik nichts davon. Und dann wurde das Stück für Stück erweitert, dieses Programm. Aha. Und es ist also so, darum hast du jetzt hier im Wörterbuch, schau das, was hier steht. Wenn wir das jetzt zum Beispiel hier Biroshit eingeben, das dürfte er dann auch nicht rausgeben. Das, was die da stehen haben, das, wenn ich immer sage, das Grüne, ja. das dürfte er nicht raus. Das Programm ist ja kostenlos, aber die dürfen die Datei nicht rausgeben. Ah, okay. Das ist in der Satzung, das kann er nicht machen, weil das Gremium dann das abstimmen muss. Das haben wir natürlich hier geknackt. Und das ist das, was dort das grün geschriebene, das ist genau das, was du hier im Dennach immer hier findest, bis zu der Stelle extern. Extern ist dann das, was aufgereicht für uns. Das ist nämlich sehr, sehr fehlerhaft. Mhm. Und da waren dann viele, viele Stellen, wo er hier, du kannst jetzt hier zum Beispiel das Beroshit, schau, du kannst jetzt hier Teile anklicken, das ist jetzt erweitert worden und du kannst es von rechts nach links lesen. Siehst du da unten? Ja. Das ist ja die klassische von rechts nach links Lesung und wenn wir das jetzt machen, das, was ich markiert habe, ist hier die Übersetzung. Bara. Oh, heißt schaffen, schaffen, erschaffen, bildete, brach hervor. Dieses bis zu dem Extern, das ist das, was die Zagluria Akademie an Wörterbuch hat. Ja. Es entspricht jetzt exakt hier diesen grünen Eintrag. Mhm. Okay, mhm. jetzt habe ich Kommentare am Ursprung dazu geschrieben. Ich würde dich nicht anlegen, ich glaube 35.000 oder was oder 32.000 Wörter habe ich dann zusätzlich noch extern. Quere lies auch B-Ra und jetzt ist der Witz, dass ich das hier nur rot machen kann oder dünn machen kann. Aber das ist jetzt hier praktisch eine Textdatei und der Andreas, der dieses Programm geschrieben hat, hat dann hier den Kommentar eingetragen. Ja, alles klar. Okay, der Witz ist, darum ist es noch so, und da geht es noch einen ganzen Schritt weiter. Er hat dann natürlich bei neueren Sachen, wirst du dann Stellen finden, wo das blau wird,
Da habe ich aber dann, ich habe schon 30.000 Sachen eingegeben gehabt und der kann auch hier mit einem Kürzel dieses Textprogramm dann blau machen in seinem Programm. Das sind verschiedene Dateien, die hier zusammengestimmt werden. Ah, okay, alles klar. Und sage ich immer wieder, das, was du hier oben hast, das allererste Programm, war hier eine Riesenreihe von Sachen, die alphanumerisch aufgelistet sind nach Wörterbüchern. Und da hat es zum damaligen Zeitpunkt auch geknackt, hat es kein Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch gegeben. Du konntest im Internet Hebräisch-Deutsch übersetzen lassen, aber der Babelfisch hat Folgendes gemacht. Wenn du jetzt zum Beispiel das Wort Sohn über das Wort Sohn auf, nachschaust, was das heißt, hat er Folgendes gemacht. Ben, wir geben mal Ben ein beim Babelfisch, bei dem Alten, und dann macht er hat kein Hebräisch-Deutsch, aber du kannst auf diesem Programm, damals konntest du im Internet online Hebräisch-Deutsch übersetzen lassen, die haben nur Folgendes gemacht, die haben das Wort Ben auf Englisch übersetzt, die hatten Hebräisch-Englisch, und dann kommt natürlich ein Schwall von Wörtern. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, und jetzt all diese Wörter, die bei der Übersetzung bei Ben Übersetzung in Englisch aufgetaucht worden sind in Englisch, haben die Indern diese Wörter wieder ins Deutsch übersetzt und haben das dann als Hebräisch-Deutsch ausgegeben. Wahnsinn. Und das sind Rückübersetzungen und die waren vorher in einer Reihe gestanden. Das hat jetzt so ausgeschaut, da steht genau das da, was jetzt hier da steht. Ja. Und da war alles gleich schwarz. Das und dann habe ich gesagt, pass auf, das ist ein Blödsinn. Wir mussten dann zuerst einmal warten, dass du an irgendwelche Dateien kommst. Das ist dann Bub, Diener, Kind, Schüler, Schwiegersohn, Senior, Söhnchen, Alt, Altern, Bejahen, innerhalb Reifen, Reifen, Verstehen. Und dann habe ich gesagt, die Wörter, die jetzt hier dunkel sind oben, die kann natürlich auch irgendwie zusammen, wenn wir das aufmachen, wenn du das Bewusstsein erweiterst. Die Sachen, die dunkel stehen, die findest du hundertprozentig sicher entweder im Gesenius-Wörterbuch Deutsch-Hebräisch oder im Langenscheid Deutsch-Hebräisch sind diese Wörter, die hier rausgestellt sind, findest du. Das, was hier steht, das ist das, wie Juden, absolute Juden-Kabbalisten, diese Radix übersetzen. Ah, okay. Aufbauend auf dem Denach. Das heißt, du kannst jetzt hier zum Beispiel, schau, machen wir mal nur hier das Shit einzeln. Stehen, legen, stellen, setzen, das Stellen, legen, setzen, entsetzen, aufstellen, ordnen, machen, sich verschaffen, okay. Die Kleidung von der Donnstrauch, der Unsinn, die Wortradixen, die kann man natürlich noch vielfältig umschalten mit dem Redax. Übrigens, der Redo hat mittlerweile weit über 50.000 Einträge noch nachgereicht, auch mit zusätzlich noch mit Dips. Du weißt noch nicht, wenn du den Redo siehst oder was, da ist ein Komplex an Wissen im Hintergrund. Oder glaub mir, da ist das deine Drogenerfahrungen oder was, ist so lächerlich. Du siehst dann ganz unscheinbaren Menschen, der dich überhaupt nicht groß nimmt. Das ist eine geistige Granate, der überragt alles, was du dir an Wissenschaftler und Nobelpreisträger ausdenken kannst. Weil er sich über viele Jahre beschäftigt hat. Und das ist die Neugier, der muss aber raus, es geht, die Figuren sind nicht besser. Du stehst eins drüber. Mach dir das zu eigen, die arbeiten für dich. Okay, jetzt schau her. Und jetzt kommt hier extern, ab extern kommen unsere Einträge. Das heißt, lass das einmal shit. Und jetzt habe ich nur die Rot-Blau-Lesung. Und schau, da haben wir jetzt so eine Kleinigkeit, wenn du das jetzt anschaust. Bei den neuen Einträgen ausgebessert. Heißt jetzt Quere, shit ist göttlicher Logos plus minus intellektuelle Erscheinung. Hier kann ich es nicht anders, weil ich hier nur rot machen kann, ab extern. Ja. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir da rein. Halt, wir müssen das Shit eingeben, dass du das siehst, dass wir das jetzt hier übernehmen. Schau, das ist jetzt hier das, was da oben steht. Das findest du im Gesenius-Wörterbuch Hebräisch-Deutsch oder im Langenscheid Hebräisch-Deutsch. Ja. Und unten ist wieder der göttliche Logos und so weiter. Bestimmt an die 10, ich weiß jetzt gar nicht, im Bücherregal habe ich 10 Hebräisch-Deutsch-Wörterbücher zurück bis ins 19. Jahrhundert. Ich habe sogar das Wörterbuch als Faksimile, wo der Luther benutzt hat, um die Bibel zu übersetzen. Das ist übrigens noch Hebräisch-Latein. Der hat Hebräisch-Latein benutzt und das Lateine dann ins Deutsche übersetzt. Weil es ja Hebräisch-Deutsch damals noch nicht gegeben hat. Die Wörterbücher habe ich sogar da. Und du wirst dann merken, dass es viele, viele alte Wörterbücher gibt, die dir den Vogel raus haben, wenn du mal ins 17. Jahrhundert gehst. Jetzt denken wir uns natürlich schon wieder Vergangenheit aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist das, was hier steht, was du in Wörterbüchern mit Sicherheit findest. Das sind jetzt Rückübersetzungen, die habe ich da gerade erklärt. Ja. Das Grüne ist genau das, was hier Juden, das ist genau diese Reihe, was Juden machen, das Grüne.
Das Ah, heißt, okay. wenn diese Radix auftaucht, kann die so nach jüdischen Grammatikregeln und Dingen übersetzt werden. Das kann das alles heißen. Übrigens noch mehr, aber das geben die zumindest jetzt hier an. Das ist bei weitem noch nicht vollkommen. Okay? Und jetzt pass auf, ich wollte dir die Stelle zeigen. Quere, da heißt jetzt hier Quere shit, göttlicher Logos plus minus intellektuelle Erscheinung. Da ist jetzt das Blau, richtig. Schau, hier ist es nur rot. Es Ich ist kann in dem ja. Programm das nur rot machen, dünn machen oder normal machen. Dieser Textdatei mit Kürzel. Und die haben jetzt hier, das ist hier in den Dennach haben wir dann ausgemacht, alles, was neu eingegeben wird. Wenn wir hier Query machen, das ist ja diese Textdatei, wenn wir Query machen, das ist ein Unterprogramm, das sind Programme in Programmen, dass hier folgendes, ab den Query bis zu plus ist es rot, ab minus bis zu dem Endzeichen ist es blau. Ja. Und jetzt kann ich, wenn ich das rot-blau oben reinsetze, was ich da nur rot schreiben kann, siehst du das? Hatte hier ein kleines Unterprogramm geschrieben, weil die Datei war ja, steht ja schon. Aber das Prinzip habe ich bei ungefähr 30.000 Einträgen war das noch nicht ausgemacht. Wahnsinn. Das ist erst mit dem Geometrie Explorer, ist alles, was neu eingetragen wurde, haben wir dann gesagt, wir machen hier immer dieses Plus-Minus-Zeichen und dann kann ich ja Unterprogramm schreiben, dass es bis zum Pluszeichen rot ist und hier bis zu dem Endzeichen dann wieder bis zu den Gänsefüßchen blau wird. Und das im Tenach jetzt, das rot geschriebene, ist das jetzt von euch, von dir oder von denen, Nein, von der das Uni? ist alles von mir extern, ab extern, ab extern. Das heißt, Okay. externes Wörterbuch. Das kannst du hier zuschalten, Zusatz, schau. Ah. Lineare Übersetzung, dennoch Altes Testament übersetzt, Markierungen, Ja. eigenes Wörterbuch erstellen, verdiere in 16 in 8-Bit, lade externes Wörterbuch allein, lade externes Wörterbuch parallel, lade geladenes Wörterbuch. Du kannst hier zum Beispiel, die Wörterbücher sind hier oben auch nochmal drin. Wenn du hier jetzt zum Beispiel das Wörterbuch, da kannst du jetzt Grammatik dir anschauen, die grammatikalischen Formen, Punkt Text, die Masora dir anschauen, wir können ja die Bünde zuschauen, du musst wissen, die klassische Dora. Schau mal, pass auf, ich zeige dir das einmal. Die eigentliche Rolle, siehst du, die sieht doch so aus. Da ist es in einem Stück ohne Wenn und Aber durchgeschrieben. Ja. Und dann ist der erste Fehler, dass man das in Worte eingeteilt hat. Und zusätzlich kannst du jetzt noch die Masora dazu machen. Und jetzt sind die Pünktchen und Stichchen drumherum. Kannst du erkennen? Ja, klar und Und deutlich. das macht jetzt eigentlich erst die Worte zu Worte. Wie du die aussprichst. Das macht jetzt den Unterschied, dass wenn du Worte heißt, jetzt sind wir wieder bei ab. Pass auf. Wir sind wieder bei unserem ab. Ich könnte übrigens genauso detailliert die Physikformeln erklären. Das baut nämlich auf dem Zeug auf. Wenn ich das Ding af ausspreche, dann heißt es Aufblühen, erste Blüte, Frucht, die Kraft der Pflanze, das Aufblühen, weil aus 1 wird jetzt ein W. Ja. Das B, die 2, darum kann man das B auch als W aussprechen im Hebräischen. Pass auf, wenn aus 1 2 werden, sind die 2 ist Wellen Balch und Wellen Dall. Ja, genau. Spannt sich eine Und wenn du das Polarität mal, wenn auf. du wirklich dich jetzt ins Detail einmal interessierst, wie das funktioniert, dass du dir Grundlagen aneignest. Ich mache jetzt das einmal weg und mache mein Bild wieder nochmal, dass du meine Hände siehst. Also Sehr pass gut. auf, das B ist zuerst einmal der Buchstabe B. Und der schreibt sich ausgeschrieben, es ist das Zeichen B, es ist die Ziffer 2 und es wird Beat geschrieben. BJT. Ausgeschriebenes Wort Beat. Ja. Das Aleph ist das Aleph-Zeichen, ist die Ziffer 1, ist aber nicht 1. Ist im Hebräischen das Wort 1 bedeutet Echad. Da gibt es männliche und weibliche Ziffern. Das heißt, es ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt das reine Aleph-Zeichen, früher im alten Hebräisch hat es keine Ziffern gegeben, da waren die Buchstaben auch die Ziffern. Der Zahlenwert dahinter. Okay? Das heißt, das Zeichen Aleph, wenn ich das jetzt ausspreche, sage ich ja Aleph oder Alep, schreibt sich ALP. Oder pH. Okay? Ja. Das F oder BH, aber BH ist P. Das P zum Beispiel, der Buchstabe P ist 80. Das sieht aus wie ein Kaff mit einem J drin. Und das ist ein doppelter Buchstabe. Doppelter Buchstabe heißt, den kann man auf zwei Arten aussprechen. Das ist entweder das P oder das V. Das ist das PH, was mir Foto, denk an Foto. Ja. Da gibt es im Hebräischen gibt's kein F. Es gibt das P
Und das P mit einem Dackisch, da ist ein kleiner Punkt mit drin, ist. Und wenn der Punkt fällt, ist es. Ja. In der Originalschrift ist aber da kein Unterschied. Das B ist das Bet. Wenn du das B schreibst, schreibt das Bet, das spricht man Bet aus, wird aber BJT geschrieben, Piet, das ist das hebräische Wort, heißt dann Haus. Und es ist aber die zwei. Das heißt, ich muss da nochmal das Bild übertragen. Das klingt alles so kompliziert und nicht so einfach, wenn du es verstanden hast. Pass auf, ich mache mal das B. Ich mache mal nur das B. Das steht jetzt für die Ziffer 2. Siehst du das? Das Ja. ist der Buchstabe 2. Der Name des Zeichens ist Bet. Okay? Ja. Bet. B2, Buchstabe des hebräischen Alphabets. Und das heißt jetzt, wenn das vor einem Wort steht, inmitten verbunden, als Präfix gelesen, immer wenn vor ein Wort ein B steht, heißt es inmitten. Wenn das dahinter ist, heißt es außen, außerhalb, Bollar. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die 1 war 2, jetzt wird es interessant, schau mal, ausgeschrieben, Beat, das ist einmal der Aufenthaltsort, das Innere, das Haus, das Heim, weil das Wort heißt Haus. Das ist das hebräische Wort, das ist einmal für Haus. Da steht jetzt auch das B, der zweite Buchstabe des hebräischen Alphabets. Bist dabei? Die Pass auf, der Buchstabe Aleph. Okay, das Wort, das Zeichen heißt ja Aleph. Ja. Wenn ich das schreibe, A-L-P, Alep oder Aleph, okay, dann habe ich ja drei Buchstaben. Jetzt merkst du, das ist der sogenannte äußere Wert, ist 111. Weil das nämlich 1, 30, 80 ist 111. Ja. Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn du dort zum Rechnen anfängst, dass hier immer von einem äußeren Wert gesprochen wird. Okay, der äußere Wert, der normale Wert, das hier ist der normale, der sogenannte innere Wert, wäre jetzt beim Aleph, wäre die Aleph ist die 1, die 30 ist die 30 und die 80. Da das Wort Aleph, das Zeichen Aleph hat dann einen äußeren Wert von 111, das ist das ausgesprochene Aleph in all seinen Zeichen. Ja. Das ist Kabbalistik, das ist, wenn du das einmal hast, wichtig ist, dass das Wort Aleph heißt jetzt Rinderherde, sich tausend, als Aleph ausgesprochen heißt es unendlich viel, das heißt sich tausendfältig vermehren. Als Aleph ausgesprochen ist es praktisch hier bloß das eine, auch dann lernen der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Das heißt hier Gott, das Nichts, die göttliche Weisheit. All ist ja Gott, das Schöpferlicht. Das Schöpferlicht ist die göttliche Weisheit und das ist, P ist ja die Weisheit rot gelesen. Die absolute Weisheit. Darum sage ich, das musst du so aus dem FF beherrschen, sonst weißt du mir Richtig, nicht, als das sind die Grundlagen. Ne? Dafür gibt es ja auch die Tabellen. Ich habe die ja alle auf, vorliegen. Jetzt mache ich es nur komplizierter. Das heißt, es ist jetzt das mal wichtig, wenn wir jetzt die Aleph nehmen. Aleph, das Zeichen, ist auch die 1. Der Wert, der reine abstrakte Wert 1. Ja. Okay? Ausgeschrieben ist es die Trinität der 1. 1, 1, 1. Auf der 1er Ebene, auf der 10er Ebene, auf der 100er Ebene. Das ist der volle Wert. Das ist der volle Wert. 1, 1, 1. Die runtergetippt. Siehst ja, du das? Ja, ja, Jetzt ja, haben ja. wir übrigens wieder dasselbe Spiel. Da ist der geistige Schöpfer, ganz abstrakt, dann das bewusste Gotteskind und dann der Mensch rot geschrieben. Wir haben wie bei 44, 400. Der Schöpfer ganz abstrakt, die Gnade. Jetzt hier schon ein Gotteskind, JCH, ICH und jetzt kommt der Mensch. Ja. Geistesform. Auf der blauen Ebene ist es die Schöpfung. Schöpfung wiederum erfordert einen Intellekt und der Intellekt erzeugt Affinität. Das ist der blaue Mensch, ist ja dann der Affe. Adam als Affe. Als Primat, als Enosch. Der wiederum ist ja nur Mensch, weil er einen Intellekt benutzt. Den er zum Schöpfer macht. Der Schöpfer ist der Intellekt für den Affen. Dein momentaner Intellekt macht dich zum Affen. Das Gotteskind macht dich zu einem wirklichen Menschen. Merkst du, das ist das System dahinter, das musst du dir annähern. Ja, ich merke, ich bin noch in der Vorschulklasse, aber ich erahne auch schon. Was jetzt aber, ganz, heuch, wenn du die ganzen Offenbarungen von hin bis vorne aufwendig aufsagen kannst und bis in die Tiefe verstanden hast, habe ich dir auf der göttlichen Schiefertafel ja, beigebracht, der Aleph. Genau.
Willst du dich die nächsten tausende Jahre mit mir langweilen? Um Gottes Willen. Jetzt pass auf, wichtig ist das hebräische Wort 1 selber. Also hebräisch 1 heißt nicht Aleph. Mhm. Es gibt im Hebräischen männliche und weibliche Zeichen, da musst du die Huluarigmidik lernen. Das ist ganz normales Hebräisch, die haben zuerst einmal die Zahlenwerte, wie wir 1, 2, 3 nennen, in das Aleph, Bet, Gimel, sondern dieses Aleph, das hebräische Wort, das männliche Wort für Hebräisch, sprechen die Echad aus, das schreibt sich Orched. Das ist das hebräische Wort, das männliche Wort für 1. Das ist zum Beispiel die Stelle Shma Israel Echad Yahweh. Das ist also so eine Stelle im Internet, sollen wir mal da die Bündchen wieder wegmachen. Höre Israel, Gott ist nur einer. Okay? Shma Israel Echad Yahweh. Schau diese Stelle. Siehst du das? Höre Israel, Jahwe, unser Gott. Das meinst du, ja? Da steht Shma Israel, Jahwe, Elayom, Jahwe, Echad. Schma heißt höre. Schma heißt höre. Ja. Mhm. Das ist hier, schau. Zu hören, zuhören, hören, hören, zuhören, anhören. Siehst du, ich mache jetzt nur das Schma. Ja, genau. Mhm. Okay. Dann haben wir Israel. Israel beginnt ganz interessant mit Ich. Ist, im Hebräischen gibt es kein Wort für haben. Was wir jetzt haben oder besitzen nennen. Die unterschreiben das immer mit, es existiert jetzt für einen kleinen Moment was. Ja. Dieses, was wir haben, nennen er die Ischli. Li heißt, es kommt zu mir, es taucht etwas auf und es kommt was zu mir, das mit dem Nächsten, was zu mir kommt, schon wieder zerstört wird. Und Rael, Raeli heißt auf Hebräisch Realität, es kommt zu mir die Realität, das ist Israel. Das Leben in der Realität als Israeli. Ischraeli. Ich kann auch lesen, Isch, die Gestaltwerdung. Siehst du, ganz einfach, es kommt jetzt existiert, wenn du das jetzt einmal da genau machst, hier sieht man es nicht so. Da können wir jetzt hier noch die Worttipps mitmachen. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz im Denach, siehst du das besser, weil da wesentlich mehr drin steht. Wenn ich jetzt Ich mache, wird es viel genauer beschrieben. Schau, das Bestehende, das Dasein, die Existenz, das Sein, das Vorhandensein, das steht in Wörter. Das ist zum Beispiel das Bestehende, das Existenz, das Vorhandensein, es existiert, es gibt, es kommt davor, es ist Existenz, das steht im Langenscheid drin. Mhm. Juden sagen bloß, es gibt, es ist, es sind. Okay. Ich ist einmal göttlicher Logos rot geschrieben und intellektuelle Logik blau geschrieben. Ich ist das jetzt im Moment wahrgenommene Ende. Übrigens, im ist das Meer, müssten wir jetzt rot machen. M-O-M, das Kreisen von 2M. Mom heißt dieses hebräische Wort für Fehler, wenn du das eingibst. Es fällt in dir. Das, was du dir ausdenkst, was bei dir zu existieren anfängt, fällt in dir. Ja. Weil du dir es ja ausdenkst. Ja. Aber jetzt ist das Problem, dass du immer plus 5, minus 5 gleichzeitig ausdenkst, aber bloß an eine Seite davon denkst. Mhm. Dadurch ist es dann, wenn du plus minus heilig denkst, ist es doch immer in dir drin. Ist ja nur aufgespannt. Da sind wir wieder bei den 16 Perspektiven. Und darum ist es so, dass zum Beispiel das B, wenn du das B, es gibt 4 Arten im Hebräischen, das B auszusprechen. Das machen die Bündchen drumherum. Oha. Und zwar kann es zum einen als ein B ausgesprochen werden, es kann als ein W, ein W ausgesprochen werden, ein U ausgesprochen werden und ein O ausgesprochen werden. Schau mal her. Mhm. B ist das dann mal 2. Ja. Okay? Jetzt pass auf, die Aussprache ist entweder B, das B steht B, das Zeichen B heißt ja Bet. Das schreibt sich Bet. Ja. Okay? Aber Bet heißt auf Hebräisch in mir und Taf steht für Erscheinung, das heißt in mir ist eine Erscheinung. Wenn in dir eine Erscheinung ist, muss er Gedankenwelle auftauchen. Ja. Eine Raumzeit auf, spannt sich auf. Ja? Ist, das ist ein U. Ich sage immer, schau dir mal das Zeichen U an. Mhm. Das, wenn wir hinstellen, schwingt es. Ja. Okay? Das wäre jetzt praktisch, es taucht das auf, das wäre jetzt für dich dieses Phänomen. U und das gespiegelte U. Da du natürlich meinst, dass das nacheinander kommt, meinst du, jetzt ist hell, jetzt ist dunkel, jetzt ist hell, jetzt ist dunkel. Mhm. Das ist aufgespannt. Übrigens in der Physik ist U die Spannung. Das Formelzeichen U in der Physik ist die Spannung. Das Formelzeichen I ist der Strom. Das Wort SDR heißt ein Geheimnis, das M am Ende heißt I in Bezug auf Geistesfunk, das heißt ihr Geheimnis. Du bist ein kleines I. Die Leistung ist das Formelzeichen P, das hatte P. Alles in der Elektronik dreht sich um die Formel P ist U mal I. UPI.
Du kannst die Formen ja umstellen. Das heißt, die Elektrizität, El ist Gott, das Nichts. Tri heißt meine Reihe, meine Spiegelwahrnehmung. Zi heißt die Geburt eines Intellekts. Die Elektrizität, die reinen physikalischen Formeln bauen auf diesen Formelzeichen U, P und I auf. Mhm. Das ist UBI. Die Chemie für sich als Ding, aber jetzt lassen wir es dann gut sein. Ja. Die Chemie. Machen wir das einmal ganz anders. Chemie, die Kunst der Gießerei. Im Rot geschrieben. Sinn, eine Seite. Nee, das Ausgedachte in Form einer ständigen Umwandlung. Lateinisch Sinn. Sag dir mal, Sinne heißt ohne. Die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die nichts geht. Das ist das lateinische Wort für ohne. Okay? Mhm. Jetzt pass auf, jetzt machen wir hier das E weg und wir machen bloß einmal die Radik Sinn. Kinderlos. Wenn aber, wovon ist trügerisch? Schau, lies das. Habe ich im letzten Selbstgespräch schon gezeigt. Wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Das heißt, du hast bloß einen Wellenberg, wenn angeblich, es ist jetzt nur hell, wenn es vorher finster war, das ist ein Blödsinn. Verstehst du? Beides gleichzeitig. Es kann nur gleichzeitig sein. Das ja. Ist schon, dieses Wörterbuch von 1869 ist schon voll raumzeitliches Denken. Mhm. Die Radix Quae, das ist übrigens den Sinus, die bauschige Rundung, die Krümmung, denk jetzt, du schmeißt was auf, bausch die Falte, eine Krümmung, eine Schlange, das ist dein Sinus. Jetzt der Busen. Schau mal, das obere des Gewandes, der Busen, das ist eine Sinuswelle, das sieht übrigens aus wie ein Joch. Wenn du weißt, was ein Joch ist. Jetzt machen wir mal die Radix Quae. Affin aufgespannte Erscheinung. Dem folgenden Wort angehängt. Dient zur Anreihung des mit dem Vorhergehenden. Das ist im Prinzip dasselbe, merkst du das? Ja. Darum heißt es auch sowohl als auch, da ist das. Ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal? Kommt zuerst der Berg und dann das Tal, wird zuerst das Tal und dann der Berg. Das ist Blödsinn. Ja, ja. Denk an unseren Wasserspiegel. Das ist schon alles so zerdacht, das Zeug steckt alles schon im raumzeitlichen Denken. Mhm. Da musst du dich davon lösen, wenn du ins ewige Hier und Jetzt wieder bewusst zurückhören willst, wo du das du eigentlich nie verlassen hast. Bloß als Brösel. Ja, es war schon auf jeden Fall sehr aufschlussreich, eine richtig geile Einführung in den Gematria Explorer. Das finde ich schon mal gut. Also du machst mich extrem neugierig. Arthur, glaub es mir, wenn du jetzt dir der Arthur einredet, dass du in irgendeiner Form was verstanden hast, das ist, du weißt noch gar nichts. Erahnen. Wieder, ja. Das ist die Euphorie, die man hat, wenn man hier in eine Tiefe reingeht. Du musst zeitlos werden. Du kannst ohne die Vordersprache, kannst du immer wieder, wirst du dich raumzeitlich nahren. Mhm. Okay. Das ist ein absolut arithmetisches. Ich sage immer wieder, wenn du an der Internetadresse statt dem .de, .de setzt, wirst du die Seite nicht finden. Mhm. Es darf kein Joda verloren gehen. Ich sage immer wieder, es darf nicht ein Gedanke von dir negiert werden oder vernichtet werden. Es ist aber, wenn es ist, es ist in der Einheit und wenn es ist, wenn es zum Existieren anfängt, existiert es jetzt in dem Moment, wo du es siehst. Das heißt, der Haufen in deiner Kloschüssel entsteht nicht, wenn du drückst, sondern in dem Moment, wo du den anschaust. Oder zumindest an ihn denkst. Ja. Ja. Und das Fleisch, der Batzen Fleisch entsteht und deine Logik sagt, wo das herkommt. Wo die Filme herkommen, wo jetzt der Udo, wo kommt der Udo jetzt her? Der wird von seiner Mutter geboren. Merkst du, dieses Problem der Vergangenheit. Mhm. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Richtig. Es ist Zwiebelschein. Es ist das Innerste, entfaltet sich und fällt zusammen und das ist der ständige Wechsel. Ja, ja. Weißt du, wenn ich jetzt nur anfange, das Beet, in dir ist eine Erscheinung, das Haus, das Innere und das Äußere. Das Haus hat zwei Seiten. Das passiert mit der 2. Jetzt lass mich ganz, das mache ich noch schnell. Das U, wenn du dir anschaust, das kann jetzt hier so hin und her schaukeln. Mhm. Schau mal, da passiert in dir Folgendes, dass das auftaucht, das auftaucht, das auftaucht, das auftaucht, das auftaucht. Mhm. Hell, dunkel, hell, dunkel. Das symbolisiert das U. Okay? Das Waff ist das hier. Dass es gleichzeitig da ist. Mhm. Ich sage jetzt, das B kann als W, als V, als U und als O gelesen werden. Ja. Das ist übrigens ganz normale hebräische Grammatik. Mhm. Das U ist dieses hier
Es schwingt und das O ist dieses hier. Okay? Das V ist Bistattel. Das heißt, wenn ich ein V nehme und ich stelle das hin, fällt es entweder auf die Seite oder die Seite. Es kann eine Beidseite gleichzeitig sein. Mhm. Das nennt man bistabil. In den Multifibratoren, in der Elektronik ist es ein bistabiler Multifibrator, hat ja zwei stabile Zustände. Entweder hat er den Zustand oder den Zustand. Ja. Er kann immer nur den Zustand haben oder den Zustand. V-Denken wäre zum Beispiel, es kann ja bloß hell oder dunkel sein. Es kann ja nicht beidseitig gleich. Es kann ja entweder bloß ein Wellenbalg oder ein Wellendeuter sein. Das ist eigentlich ein Blödsinn. Mhm. Ich kann ja entweder bloß einatmen oder ausatmen. Merkst du, die V sind, das ist das Verbrechen eigentlich, wobei das V auch wieder zwei Seiten hat, die Vorsilbe VR. VR heißt V-mäßig erweckt. Mhm. Mhm. Okay? R heißt ja erwecken. Erwachen. 70-200 gelesen. Wenn du V, Fer, die Vorsilbe R, hat zwei Seiten, nämlich wie unser End. Es weist immer auf ein Verstreuen, Verteilen, hin, Verrecken, ja, aber auch ja. auf ein mhm. Verbinden. Mhm. Wenn du das lesen musst, wirst du feststellen, du kannst mit der Vorsilbe R je nach nachfolgendem Wort was verstreuen oder verbinden. Mhm. Das ist das Bistabile. Merkst du, dass die Zeichen das schon im Hintergrund sichtbar haben? Ja. Entweder hast du was verstreut oder du verbindest es. Mhm. Aber es ist dieses Entweder-Oder. Das U, wenn wir das rund machen, wissen wir, dass das von selber immer austauscht. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Wenn ich an das Jetzt denke, sage ich, kann ich entweder bloß jetzt einatmen oder ausatmen. Ja. Okay? Und das O sagt, nee, in dem Moment, wo ich einatme, pass auf, wir können jetzt das so machen, wenn ich jetzt, wir haben ja keine dritte Dimension im klassischen Sinne. Schau mal her, wenn ich jetzt das so mache, was passiert jetzt, wenn ich jetzt das auf einer Fläche als Schatten drehe? Jetzt ist es weg, jetzt ist es wieder aufgespannt. Merkst du, wenn ich jetzt das O drehe, dass wenn ich jetzt das, siehst du eigentlich nur das. Dein Denken ist immer noch so, hell, dunkel, einatmen, ausatmen. Mhm. In Zeit gesehen sieht es so, das und dann das. Das ist das Problem, du verlässt den Einheitskreis. Was aber in Wirklichkeit passiert ist, dass wenn du an was denkst, ist beides Wellenberg und Wellendorf gleichzeitig da. Und wenn jetzt der zum O-Kreisen anfängt, jetzt ist er weg. Jetzt ist es gespiegelt. Jetzt ist, ich könnte jetzt sagen, wenn das Minus ist, jetzt ist es weg, jetzt wird es Minus zum Plus. Mhm. Und dann wird es wieder weg, dann wird es Plus zum Minus, so siehst du das. Das ist eigentlich diese Bewegung. Ja, du sprichst die ganze Zeit eigentlich von einer aufgespannten Raumzeit sozusagen. Richtig. Hm? Jetzt habe ich dir erklärt, was der Unterschied ist, wenn ich die 2, es hat immer mit 2 zu tun. Das genau macht den Unterschied, wenn ich in ein Wort dieses Zeichen bet, ob ich das jetzt B vokalisiere, B, ob ich das V, ob ich das W, ob ich das U vokalisiere. Hm. Darum ist das Waff in der Mitte, wenn wir ein O haben, setzen wir meistens ein O. Okay? Das heißt, wenn du jetzt irgendwelche hebräische Wörter hast, so immer wieder, wenn der Waff oder J zwischen zwei Hauptkonsonanten steht, kannst du die eigentlich rausschmeißen, das verändert nicht viel an dem Wort. Okay. Aber das sind jetzt Sachen, du müsstest dich wirklich, das ja, ist wie wenn ich jetzt sage, ich sollte in 5 Minuten erklären, wie man lesen und schreiben tut. Wir genau, müssen jetzt erstmal anfangen, dir Aleph beizubringen, A beizubringen, das Alphabet beizubringen. Mir qualmt jetzt schon die Birne. Wenn du auf Reda seine Seite gehst, gibt es genügend Einstiegsvorträge, wo ich das 1000 Mal schon erklärt habe. Also ich sag, du hast deine Freude kriegen ohne Ende. Mhm. Da, wenn du Schriften jetzt von einer ausgedachten Diana oder was lesen tust, die das ja über Jahre, Jahrzehnte kann man mittlerweile sagen, studieren intensiv. Ohne Wissen geht nichts. Du kannst keine Physik, du kannst nicht programmieren, wenn du Programmieren nicht beibringst. Du kannst nicht geistreich verstehen lernen, wenn du nicht neugierig warst. Aber du lernst nur, wenn du neugierig bist. Das sagt jetzt was über deine Reife aus, wo das Ego natürlich sofort wieder, wenn ich sag, du, wenn du Hosenscheiße erleben hast, du hast das dann mal zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Und es geht, sobald hier diese einfachen Metaphern, wo ich immer wieder erkläre, Arthur, umso einfacher das wird. Umso größer der Berg wird, umso größer wird das Tal. Richtig. Und diese extrem einfachen Sätze von mir, die ich immer wieder wiederhole, wo ich merke, die 200 Gramm rote Gnede, dass ihr es nicht verstanden habt, ist im Hintergrund ein unendliches Wissen. Und
Geh doch den einfachen Weg. Verstehst, hast du mal das Einfache. Du wirst das Komplizierte nie verstehen, wenn du das Einfache nicht akzeptieren willst. Wenn du das Einfache akzeptierst, schenke ich dir das andere, lasse ich dir einfach einfallen. Es ist ja schon in dir drin. Die Schwierigkeit beim Lernen ist ja schon wieder das, dass du meinst, du müsstest wissen, das nicht in dir drin ist, von außen in dich reinschaufeln. Okay, jetzt lass mal's gut sein. Yes, danke dir, Udo, für diese ausführliche Ciao. Einführung. Ciao, bis bald.